Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, frühkindliche Bildung stärken, das ist das Ziel der Landesregierung und das findet sich auch als Basis in unserem gemeinsamen Koalitionsvertrag wieder. Da steht nichts von Betreuungsgeld, Herdprämie oder Fernhalteprämie, sondern in unserem Koalitionsvertrag steht ganz klar ein Maßnahmekatalog, wie wir in Zukunft die frühkindliche Bildung stärken werden, die Qualität weiter verbessern und vor allem so die Chancengleichheit der Kinder in unserem Land zu verbessern. Und darum geht es. Ich hatte den Eindruck, dass schon seit vielen Jahren in unserem Land genau dieser Weg beschritten wird. Unter Rot-Rot wurde der erste kleine Stein, wenn ich so sagen darf, gesetzt und darauf hingewiesen, dass es bei der Frage von Krippen und Kindergärten nicht nur um die Frage von Betreuungseinrichtungen geht, sondern vor allem auch um die Frage von frühkindlicher Bildung. Es wurde vor allem das Vorschuljahr, das letzte Kindergartenjahr gestärkt, wenn auch mit einer kleineren, bescheidenen Summe, als wir das heute tun. Aber es war der Ansatz, der Paradigmenwechsel, zu sagen, es geht bei Kitas um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber es geht auch ganz klar um Bildungschancen für Kinder, denn bei uns fängt die Bildung nicht erst in der Schule oder im Kindergarten an, sondern von Anfang an. Wir setzen auf Bildung von Anfang an mit unserer Bildungskonzeption von 0 bis 10 Jahren. Und darin liegt in meinen Augen der große Unterschied zur Diskussion zum Vorschlag des sogenannten warmherzigen Betreuungsgeldes der CSU, der leider weltfremd von der Kanzlerin unterstützt wird. Worum geht es uns? Uns geht es darum, dass Familien in unserem Land unterstützt werden, dass die Erziehungsarbeit anerkannt wird. Und in meinen Augen geht das nicht in einem Widerspruch zwischen Geld und Kitas, sondern beides gehört zusammen. Familien brauchen Zeit, Geld und Infrastruktur. Und auf diesen Dreiklang setzen wir, und das unterscheidet uns von der weltfremden, rückwärtsgewandten Politik der CSU in Bayern. Und ich finde es wichtig und richtig, dass Eltern sich entscheiden können, wenn sie sich für Kinder entschieden haben, wie es danach weitergehen soll. Aber ich finde ehrlich gesagt die ganze Debatte um Wahlfreiheit ziemlich verlogen. Denn für viele Eltern in unserem Land gibt es diese sogenannte Wahlfreiheit gar nicht. Für viele Mütter und Väter in unserem Land, gerade für die Alleinerziehenden, ist es Realität, dass sie auch arbeiten gehen wollen, aber vor allem arbeiten gehen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Und die Wahrheit ist, dass viele Eltern, die fleißig arbeiten gehen, nicht mal sich und ihre Familie davon ernähren können, weil genau das, was Familien brauchen, die Bundesregierung nicht tut, nämlich für einen existenzsichernden Mindestlohn zu sorgen und für bessere Arbeitsbedingungen und nicht für diesen Druck, der in der Arbeitswelt auf Familien herrscht. Und das ist die Wahrheit. Und deshalb setzt diese Landesregierung auf den Dreiklang. Erstens finanzielle Unterstützung. Ich finde es richtig und wichtig, dass alle Familien in ihrer Erziehungsarbeit gewertschätzt und anerkannt werden. Und dazu dient in unserem Land das Kindergeld, wenn ich mir auch wünschen würde, dass wir es gerechter gestalten. Das Zweite, wir setzen darauf, dass Eltern in unserem Land vor allem gute Arbeit bekommen, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Und dazu gehört auch der Vorstoß der Landesregierung und dieser Koalition, einen Mindestlohn mindestens für öffentliche Aufträge einzuführen und sich auf Bundesebene für einen Mindestlohn einzusetzen. Und der dritte Punkt in diesem Dreiklang, und darauf setzen wir, ist die Stärkung der frühkindlichen Bildung. In unserem Land besuchen 92.000 Kinder die Kitas, davon 15.000 Kinder die Krippe und die anderen den Kindergarten. Alle freiwillig, die Eltern setzen auf dieses Angebot. Und nicht nur auf einen Halbtagsplatz, so wie er ab 2013 Rechtsanspruch ist, sondern auf einen Ganztagsplatz. Im Wahlkreis der Kanzlerin fordert man 24-Stunden-Kitas. Das ist die Realität und nicht die Realität, dass die Mütter und Väter sagen, wir wollen gerne lange zu Hause bleiben. Und für uns ist es wichtig, dass alle Kinder den Zugang zu diesen Kindertageseinrichtungen haben. Wir haben in der letzten Regierungsverantwortung gemeinsam, der CDU-Bildungsminister Herr Tesch und ich, die Bildungskonzeption von 0 bis 10 auf den Weg gebracht. Und damit haben wir uns als Land verpflichtet. Und ich weiß, wenn wir auch über die Ausrichtung
unterschiedliche Auffassungen sind und streiten können mit den demokratischen Fraktionen, die Linke oder die Grünen. Ich weiß, dass wir alle demokratischen Fraktionen sich in diesem Landtag einig sind, dass dieser Weg zu sagen, da fängt die Bildung an, der richtige ist und dass das auch unterstützt wird. Und damit haben wir uns gemeinsam verpflichtet, dass auch das Lebenswirklichkeit wird für die Kinder in unserem Land, dass sie in den Kitas Bildungschancen erhalten und dass diese Chancen für alle Kinder da sind. Und da greift die Kritik an dem sogenannten warmherzigen Betreuungsgeld. Dieses Geld wird daran geknüpft, dass Kinder diese Bildungschancen nicht bekommen, diese Bildungseinrichtungen nicht besuchen können. Und das ist die Kritik. Das lehnen wir ab, weil es eine Fernhalteprämie von Zukunftschancen unserer Kinder ganz konkret in unserem Land ist. Und wir sind mitten in den Haushaltsberatungen, mittendrin. Und wer von uns kann sich denn alles leisten in diesem Haushalt, was wir uns wünschen? Da ist das Stichwort kleinere Gruppen für mehr Qualität. Möglichst langfristig Gebührenfreiheit, bessere Erzahlung für Erzieherinnen, Ausweitung des kostenfreien Mittagessens und. Ich kenne keinen Vorschlag, der inhaltlich, fachlich nicht berechtigt ist. Und am Ende müssen wir Prioritäten setzen. Und auch darin liegt die Kritik. Wenn in diesem Land Geld übrig ist und man Geld locker macht, und wir tun es im Land ohne neue Schulden, das ist auch ein großer Unterschied zur Bundesregierung, dann werben wir dafür, dass jeder Euro in die Infrastruktur investiert wird, damit sich die Bildungschancen für unsere Kinder erhöhen und wir das machen, was sich Familien in unserem Land wünschen, dass sie gute Arbeit bekommen und ihre Kinder gute Bildungschancen. Das ist, was die Familien wollen. Und wir begeben uns seit Jahren genau auf diesen Weg. Ich will Bilanz ziehen. 95% der über Dreijährigen sind in unseren Kindergärten, 51% in den Krippen. Im zweiten Jahr nach der Elternzeit sogar 60, im dritten 70%. 92.000 Kinder profitieren von dieser frühkindlichen Förderung. 9.000 Fachkräfte engagieren sich in den Kitas und 1.600 Tagespflegepersonen für individuelle Angebote zu Hause. Und an dieser Stelle möchte ich diesen Fachkräften in den Kitas und den Tagespflegepersonen herzlich danken für ihr Engagement. Sie haben das Geld verdient. Und wir haben uns auf den Weg gemacht in der letzten Koalition, endlich die unsägliche Deckelung von Frau Dr. Linke aufzuheben und zu sagen, wir beteiligen uns dynamisiert an den Kosten. Und Herr Holter, ich hätte mir gewünscht, dass Sie eigentlich das, was Sie auch die Linke mit auf den Weg gebracht hat, eher positiv nach vorne stellen, dass Sie auch damals gesagt haben, wir sind für frühkindliche Bildung. Okay, Sie haben es noch auf das Vorschuljahr reduziert. Wir sagen, es geht von Anfang an los. Aber ich weiß, dass das auch die Position in Ihrer Fraktion ist. Und wenn Sie heute Ihre Minuten nur dafür nutzen, die typische Schelte Hartz-IV-Partei SPD, dann haben Sie zu kurz gesprungen, dann werden Sie den Interessen der Eltern in diesem Land nicht recht. Lassen Sie uns gemeinsam Bilanz ziehen. 2004 unter Federführung Ihrer Sozialministerin 80 Millionen Euro für Kita, heute 40 Millionen mehr. 60 Millionen mehr, 140 Millionen Euro. Und wir werden in dieser Legislatur noch mal 40 Millionen Euro rauflegen und werden am Ende in kürzerer Zeit als Ihre Ministerin den Kita-Etat verdoppelt haben. Die Fakten und Zahlen sprechen für uns und wir sind diejenigen, die die Kitas stärken. Und während bei Ihnen der Betreuungsschlüssel verharrte, fangen wir an, die Gruppen kleiner zu machen, weil wir sagen, wenn es um individuelle Förderung geht, wenn es um Bildungschancen geht, brauchen die Kita-Erzieher Zeit für die Kinder. Und wir haben angefangen, diesen Schritt zu gehen. Und er ist kostenintensiv. Mittlerweile kostet die Reduzierung um ein Kind in der Gruppe 10 Millionen Euro. Und niemand hier sollte so tun, als ob die vom Himmel fallen. Und ich bin unserer Finanzministerin außerordentlich dankbar, die dafür sorgt, dass der Haushalt zusammenbleibt und wir diese Euros daraus rausscheffeln können für unsere Kinder. Das ist auch finanzpolitisch der richtige Weg. Und lassen Sie uns noch eine Zahl sprechen. Heute gehen 13.000 Kinder mehr in die Kitas als zu Ihrer Zeit. Lassen Sie doch einfach die Kinder sprechen, wer die bessere Politik macht.
und dann ihre Position zu Hartz IV. Es stimmt nicht, was Sie sagen, und das wissen Sie. Und es ist schade, dass nur weil Sie hier die billige Hartz-IV-Keule rausholen wollen, hier mit Unwahrheiten reden. Wir haben das Elterngeld eingeführt, und das Elterngeld wurde auch nicht auf Hartz IV angerechnet. Es war dann die Bundesregierung, die es auf Hartz IV angerechnet hat, die Schwarz-Gelbe. Sie wissen ganz genau, dass auch die familienpolitische Leistung, Betreuungsgeld, wenn sie dann kommt, nicht zwingend auf Hartz IV angerechnet werden muss. Das wird aber die CDU machen, weil sie hier ihr Bild prägt, was ich selbst erlebt habe auf Bundesebene, dass diese Eltern nichts taugen und nur das Geld versaufen und verrauchen. Das ist nicht unser Bild. Und dann will ich kommen noch mal zu dem Kompromiss, der damals geschlossen worden ist. Selbst die CDU-Bundesministerin Frau von der Leyen sagt es so wie die SPD. Damals wurde ein Prüfauftrag ins Gesetz geschrieben, und da haben Sie das letzte Zitat aus dem Gesetz nämlich unterschlagen, dass da drin steht, man muss ein extra Gesetz auf den Weg bringen. Und man war sich einig, das dann 2013, wenn der Betreuungsausbau gelaufen ist, zu prüfen. Und wir können es heute prüfen. Erstens ist der Rechtsanspruch für alle Kinder in Deutschland nicht gesichert. Und zweitens wissen wir, dass dieses Betreuungsgeld heute nicht zeitgemäß ist, also muss es niemand ausführen. Und an dieser Stelle will ich auch noch eins sagen, egal wer was in Berlin beschließt, wir müssen es deshalb hier nicht zwingend richtig finden. Und dann lassen Sie uns gemeinsam schauen, was haben wir ganz konkret getan, gerade für die Kinder aus sozial benachteiligten Familien und für die Kinder, deren Familien unter finanziellen Druck stehen, den sogenannten Hartz-IV-Familien. Wir haben dafür gesorgt, dass es ein kostenfreies Mittagessen gibt für diese Kinder in den Kitas, dass es in sozialen Brennpunkten eine zusätzliche Förderung von Sozialpädagogen gibt. Wir haben dafür gesorgt, dass es einen vorgezogenen Rechtsanspruch gibt für Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit vielen Millionen. Das ist konkrete Politik für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Und da, Herr Heuter, können Sie nicht mithalten, und das schmerzt. Und wir werden diesen Weg, frühkindliche Bildung zu stärken, weitergehen. Unser Ministerpräsident hat im Wahlkampf versprochen, und wir halten es als Regierung, wir fangen an, die Betreuungsschlüssel kleiner zu machen, die Gruppen im Kindergarten kleiner zu machen, von 1 zu 17, stufenweise auf 1 zu 16, auf 1 zu 15. Das schlagen wir Ihnen mit dem vorliegenden Landeshaushalt vor. Wir machen weiter, wir wollen die Krippengebühren entlasten. Und an dieser Stelle lassen Sie mich auch einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen. Worum geht es? Die jungen Mütter und Väter von heute wollen die Chance haben, nach einer Elternzeit, wozu ein gutes Elterngeld dient, was leider durch diese Bundesregierung gekürzt worden ist, nach dieser Elternzeit in Arbeit zu gehen. Und wir haben uns das angeschaut. In unserem Land verdienen leider viele Leute 300, 400 Euro mehr als Hartz IV. Die Kinder, die aus Familien kommen, die von Hartz IV leben müssen, haben heute schon die Möglichkeit auf kostenfreien Zugang in unsere Kitas, und das ist richtig so. Aber die Eltern, die arbeiten und am Ende nicht so viel mehr in der Tasche haben, die haben das Problem in unserem Land, dass wenn sie dann arbeiten, am Ende 300, 400 Euro mehr haben. Nehmen wir das Beispiel Restaurantfachfrau, die 950 Euro auf die Hand bekommt, obwohl sie ausgebildet im Vier-Sterne-Hotel arbeitet. Die braucht dann einen niederschwelligen Zugang, und da sind die Krippenkosten jetzt von 250 Euro im Schnitt plus 50 Euro Essengeld zu hoch. Und da sagen wir, da wollen wir ganz konkret was für die Familien tun, für die Vereinbarkeit und für die Bildungschancen dieser Kinder, und werden ab Herbst diese Krippengebühren absenken um 100 Euro. Und jetzt kommt die Bundesregierung mit einem Gegenmodell. Und das ist die Kritik, Herr Renz. Wir machen mit aller Kraft, und dafür müssen alle auf andere guten Ideen verzichten, 11 Millionen Euro locker, um junge Eltern zu unterstützen und zu sagen, du bist fleißig, du gehst arbeiten und hast am Ende nicht viel auf der Hand. Da unterstützen wir dich. Dafür kriegst du 100 Euro ab Herbst monatlich. Und jetzt kommt die Kanzlerin und sagt, ich gebe euch lieber 100 Euro dafür, dass ihr zu Hause bleibt. Das ist doch widersinnig, und dagegen wehren wir uns. Und wenn Frau Merkel sagt, dass es eine Frage der Fairness ist, dann sage ich ja, es ist eine Frage der Fairness. Es ist eine Frage der Fairness gegenüber den Kindern in unserem Land, dass Eltern nicht Geld dafür bekommen, dass sie ihre Kinder nicht in die Bildungseinrichtung schicken. Und dass auch nicht junge Frauen und Väter
Anreize bekommen, dass sie nicht ihre Chancen auf einem Arbeitsmarkt, der bessere Möglichkeiten anbietet denn je, fernhält. Niemand hat etwas dagegen, die Familien zu unterstützen. Aber wenn Frau Merkel sagt, dieses Betreuungsgeld dient dazu, die Erziehungsarbeit zu würdigen, dann frage ich mich, obwohl sie aus unserem Bundesland kommt und eigentlich die Realitäten hier kennen müsste, vielleicht doch nicht, weil sie nicht mehr so viel in ihrem Wahlkreis ist, dann frage ich mich, ob sie die Realitäten kennen. Von diesen 92.000 Kindern, die in unseren Kitas sind, stehen viele Eltern morgens auf, pendeln unendlich viele Kilometer und sind fleißig. Die geben doch morgens nicht ihre Erziehungsverantwortung an der Kitatür ab. Die leben auch ihre Erziehungsverantwortung. Deshalb haben sie alle die Unterstützung verdient. Und dann würde ein familienpolitisches Konzept daraus werden. Und ich wehre mich gegen diese Diskriminierung, die an diesem Betreuungsgeld hängt. Damit werden nämlich die diskriminiert und die Eltern in Frage gestellt, die ihrer Erziehungsverantwortung gerecht werden, aber auch das Angebot von Kitas nutzen. Das ist doch kein Widerspruch. Die Eltern bleiben in Erziehungsverantwortung, aber wollen die partnerschaftlichen Erziehungsangebote der Kitas mit nutzen. Das ist unser Konzept im Land. Und wenn Frau Merkel sagt, wir haben doch schon für den Kita-Ausbau gezahlt, jetzt müssen die anderen Eltern mal was kriegen, dann will ich hier eins sagen. Es gibt 15 Millionen Euro vom Bund für unsere Kita-Landschaft. Unsere Kita-Landschaft kostet aber 500 Millionen Euro mindestens, die von den Eltern, von den Kommunen und vom Land getragen wird. Und diese 15 Millionen machen gerade 13 Euro im Monat aus. Frau Merkel will uns also sagen, mit diesen 13 Euro pro Kind pro Monat hat sie ihre Pflicht und Schuldigkeit für Bildungschancen der Kinder getan. Das ist zu wenig, meine Damen und Herren. Und der letzte Punkt, wenn Frau Merkel sagt, nur 40% der Eltern wollen Kitas besuchen, dann geht es auch an der Realität in unserem Land vorbei. Die Realität ist, dass mittlerweile 60-70% der Eltern Krippen und Kindergärten nutzen. Und Frau Gajak hat es gesagt, in den Städten Rostock, Schwerin, Stralsund und so weiter, Tendenz steigt. Darauf müssen wir eine Antwort geben. Und deswegen werbe ich dafür. Wir haben viel erreicht. Wir haben noch gemeinsam viel vor. Und für diese Stärkung der frühkindlichen Bildung, für diese frühkindlichen Chancen brauchen wir jeden Euro. Und deshalb ist es keine bundespolitische Debatte, sondern eine knallharte Realitätsdebatte hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen jeden Euro, um sie in unsere Kitas zu stecken, für den Ausbau der frühkindlichen Förderung. Und deshalb gehören diese 2 Milliarden Euro nicht in eine Fernhalteprämie, die Kinder von ihren Zukunftschancen und Frauen von ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt fernhält, sondern deshalb gehören diese 2 Milliarden Euro in den Kita-Ausbau, um die frühkindliche Bildung zu stärken. Das wäre Rückenwind für die Politik der Landesregierung und das wäre dann wirklich